Einen wunderschönen guten Abend. Donnerstag ist es 18 und damit herzlich willkommen bei Ron. Wieder einige Themen heute bei uns in der Sendung. Maximilian Wendel gibt Ihnen heute mal einen Überblick. Wir waren heute bei dem Landgericht Frankenthal. Da müssen sich ab heute drei Erwachsene vor dem Landgericht verantworten wegen 300 Fällen von Missbrauch. Außerdem haben wir Johann Holten, den neuen Direktor der Kunsthalle Mannheim, besucht. Er erzählt uns, wie er sich an seinem neuen Arbeitsplatz zurechtgefunden hat. Und dann waren wir noch bei den Basketballern von der SG Mannheim. Die erzählen uns, wie sie sich auf die neue Saison vorbereiten und wie die Vorbereitung bisher gelaufen ist. Alles Weitere und noch viel mehr gibt's jetzt bei Ron. Am Landgericht Frankenthal hat heute der Prozess gegen eine Mutter und ihren Halbbruder wegen schweren sexuellen Missbrauchs von Kindern begonnen. Die beiden Angeklagten aus Neustadt an der Weinstraße sollen zusammen mit dem mittlerweile verstorbenen Vater zwischen 2000 und 2006 in mehr als 200 Fällen, so heißt es, Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung begangen haben. Dabei geht es um die drei heute erwachsenen Kinder der Frau. Die 47-Jährige war zwischenzeitlich in Untersuchungshaft, ist mittlerweile aber wieder auf freiem Fuß. Und alle Angeklagten streiten die Vorwürfe bisher ab. Das Gericht hat noch bis Mitte Oktober Fortsetzungstermine angesetzt. Die Öffentlichkeit ist von der Verhandlung ausgeschlossen. Und darüber wollen wir sprechen mit Frank Zander, Rechtsanwalt. Also erstmal, was genau bedeutet Straftat gegen die sexuelle Selbstbestimmung? Da können sich ja wenige etwas Genaues drunter vorstellen. Letztlich ist das die Überschrift im Strafgesetzbuch, die die ganzen sexuellen Bestimmungstaten ahndet. Also da gehört der sexuelle Missbrauch von Kindern und Jugendlichen dazu, die Vergewaltigung, aber auch Exhibitionismus oder die Verbreitung von kinderpornografischen oder jugendpornografischen Schriften. Okay, also in diesem Falle geht es ja um Straftaten, die von 2000 bis 2006 begangen wurde. Spielt dieser zeitliche Ablauf denn oder die zeitliche Distanz eine Rolle? Es sind ja mittlerweile bis zu 19 Jahre. Natürlich spielt die Dauer eines Ermittlungsverfahrens immer eine große Rolle, weil es natürlich auch belastend ist für die Angeklagten. Das kann beispielsweise einen Bonus geben für die Angeklagten. Im Fall sexuellen Missbrauchs von Kindern ist es allerdings so, dass der Gesetzgeber gesagt hat, die Verjährung beginnt auch erst mit Vollendung des 30. Lebensjahres. Deswegen kann ein Fall, der 2006 passiert ist, auch jetzt erst verhandelt werden, weil die Verjährung gehemmt wurde durch das Lebensalter der Kinder damals, die ja ganz offensichtlich noch unter 14 waren. Also später Start eines Prozesses, das haben wir ja hier. 2015 kam es zur Anzeige, das ist ja auch schon 4 Jahre her. Richtig, das ist leider immer häufiger der Fall, dass der Staat sehr lange braucht für Ermittlungen, weil beispielsweise das Personal fehlt, stellenweise blockieren die Angeklagten auch gewisse Maßnahmen. Die Frau saß in Untersuchungshaft, dann muss alles schnell gehen. In dem Moment, wo ich aber entlassen werde aus der Untersuchungshaft, ist diese Eilbedürftigkeit weg und dann dauern die Ermittlungen natürlich noch mal länger. Warum können denn Angeklagte aus der Untersuchungshaft entlassen werden? Ich meine, in diesem Fall, es geht ja um sexuellen Missbrauch, schweren sexuellen Missbrauch. Das ist teilweise wahrscheinlich auch schwierig zu kommunizieren. Das ist sehr schwer zu kommunizieren für die Öffentlichkeit. Offensichtlich hat die Staatsanwaltschaft damals gemerkt, das ist ein Prozess, der sehr lange dauern wird, was sehr viel Zeit braucht und wir können nicht sofort starten damit. Und nach 6 Monaten muss eine Haftprüfung erfolgen, da muss ein Gericht entscheiden, muss die Angeklagte oder die Beschuldigte weiter in Haft bleiben oder nicht. Und wahrscheinlich aus diesen Gründen hat die Staatsanwaltschaft gesagt, wir brauchen hier viel mehr Zeit als die 6 Monate und deswegen wurde sie damals aus der Untersuchungshaft entlassen. Jetzt stehen wir noch am Anfang des Prozesses, aber was wäre denn ein mögliches Strafmaß, das den Angeklagten droht? Beim schweren sexuellen Missbrauch von Kindern droht ein Strafmaß von 2 Jahren bis zu 10 Jahren Haft. Und dann kommt es darauf an, wenn ich schädliche Neigungen sehe oder sage, da ist keine Therapie möglich, kann natürlich auch eine Sicherungsverwahrung in Betracht kommen oder eine besondere Schwere der Schuld. Frank Zander, herzlichen Dank für die Einordnung dieses Prozesses. Dankeschön. Gerne. Ein ganz anderes Thema. Wir blicken auf die Kunsthalle. 10 Tage ist der neue Leiter nämlich mittlerweile im Amt. Johann Holten heißt er, ist in die Fußstapfen von Ulrike Lorenz getreten und hat auch einiges vor. Lena Wolny war heute bei ihm. Noch sind in Johann Holtens neuem Büro in der Mannheimer Kunsthalle nicht alle Regale gefüllt. Kein Wunder, ist der Däne doch gerade einmal 10 Tage im Amt. Das ist natürlich immer spannend, an einen neuen Arbeitsplatz zu kommen und auch so an ein doch großes Haus mit deutlich mehr Mitarbeitern, als ich meine alte Stelle habe. Deswegen ein bisschen muss ich jetzt erst den so Biorhythmus des Hauses noch herausfinden, wer arbeitet wie wann und wo erreicht man jemanden und so. Und das ist sozusagen eine gute, aber auch, glaube ich, recht normaler Prozess. Holten übernimmt ein großes Erbe. Erst vor gut einem Jahr wurde der rund 70 Millionen Euro teure Neubau der Kunsthalle verwirklicht und eröffnet mit einer großen Feier. Die damalige Leiterin Ulrike Lorenz ist inzwischen Präsidentin der Klassikstiftung Weimar. Jetzt liegt das Schicksal der Kunsthalle in Holtens Händen.
Ich fühle mich auch dafür gerüstet. Ich glaube, das kann auch so sagen, das kann ich auch und gehe es deswegen auch mit Selbstvertrauen an. Dann muss man ja sehen, ob es so geht, alle Pläne, wie man das auch sich vorgestellt hat. Und wenn es nicht, dann muss man ja vielleicht anpassen oder etwas sozusagen auch justieren. Seit 2011 war Johann Holten Leiter der Kunsthalle Baden-Baden, davor Direktor des Heidelberger Kunstvereins. Dort wohnt er auch heute noch. Ein wichtiges Einstellungskriterium für die Stadt Mannheim. Er ist auch, wenn man ihn reden hört und erlebt, eine Persönlichkeit, die von großer Kreativität geprägt ist, von Emotionalität. Und ich glaube, genau so jemand tut unserer Kunsthalle gut. Wir haben hier natürlich unheimlich viel Potenzial und das gilt es zu heben. Und ich glaube, da ist er auf jeden Fall der richtige Mann. Die Eröffnung der Herbstausstellung Inspiration Matisse Ende des Monats wird Holtens erste Amtshandlung sein. Ein Projekt, das noch von seiner Vorgängerin Ulrike Lorenz stammt. Im Mai 2020 folgt dann eine seiner ersten eigenen Ausstellungen. Da werde ich sozusagen mit dem Begriff des Umbauen spielen. Umbau war für die Kunsthalle Mannheim eine riesige Geschichte der letzten 8 Jahre. Jetzt geht es aber nicht um den Umbau von Stein und Zement, sondern um den Umbau von den Inhalten, auch von den Sammlungen, die ich denn mit einer Präsentation ab Mai auch ansprechen werde. Zu viel will Holten nicht verraten. Noch laufen im Hintergrund Gespräche mit den Künstlern. Schließlich soll der Einstand in Mannheim gelingen. Und ich freue mich wahnsinnig, dass er bei uns ist, Johann Holten. Ich habe das Gefühl, ich sag's mal salopp, Sie haben ein bisschen Hummeln im Arsch. Täuscht das? Ich bin jedenfalls jemand, der versuche, meine eigene Begeisterung auch alleine, nicht nur durch meine Worte, sondern auch wie ich spreche, sozusagen rüberzubringen. Aber das kann ja nicht schaden, wenn man eine so Institution leitet, die versuchen, die Menschen zu erreichen, dass man eben dann auch seine eigene Person dafür einsetzt und nicht nur die Kunst, die man zeigt, an den Wänden. Ja, also Kunst ist ja oftmals, also gerade natürlich auch in der Kunsthalle, eher statisch. Sie waren früher selbst professioneller Tänzer. Wie wichtig ist denn das Thema auch Bewegung in der Kunst? Also das Thema habe ich sozusagen in meine ersten 10 Jahre als Kurator so eher runtergespielt, da ich eben als Kurator bekannt sein wollte. Jetzt dachte ich, jetzt ist es vielleicht auch sozusagen an der Zeit, dass es ja doch ein bisschen her ist, dass diese Geschichte von mir sozusagen abgeschlossen ist, sozusagen als ich 22 war, in Hamburg, an der Hamburgischen Staatsoper getanzt, dass ich es jetzt auch einsetze. Und natürlich ist es in mir geblieben, weil diese körperliche Erfahrung, die man damals gemacht haben, das vergisst man ja nicht, sozusagen das bleibt in einem. Und sicherlich auch ist ein wichtiger sozusagen Schritt so an der Kunsthalle, wenn ich komme, da auch viel durch die Räume zu laufen und eigentlich zu erfahren, wie fühlen sie sich an, wenn ich jetzt von hier komme und von da komme und wie könnte ich damit spielen. Und so, glaube ich, kann ich auch besser ahnen, vielleicht wie Menschen durch die Räume gehen. Sie sind jetzt ja auch hier in der Metropolregion alles andere als fremd, waren Direktor des Heidelberger Kunstvereins, dann natürlich auch in der Kunsthalle Baden-Baden. Wie erleben Sie Kunst hier in diesen Breitengraden? Ich komme ja sozusagen also wirklich von ganz woanders und kehre jetzt so ein bisschen zurück in meine Region, wo ich lange war, ist ja sozusagen eine Region, die ich nicht von Kindesbein auf kenne. Ich erlebe aber wirklich, dass die Institutionen hier in Südwestdeutschland wahnsinnig gut ausgestattet sind, dass es auch wirklich eine Wille zur Kunst gibt und eine sozusagen ein gesellschaftlicher Vertrag noch dort existiert und gerade in der Kunsthalle Mannheim tief beeindruckt davon, wie der öffentliche Engagement der Stadt Mannheim zusammen einhergeht mit dem großen Engagement viele private Förderer, die auch über die Stiftung mit dem Neubau was gemacht haben. Also statt, dass man auf der einen Seite sozusagen das öffentliche und auf der anderen Seite das private Engagement, sind die hier zusammengewachsen und auch zu einem Einheit verwachsen. Und das, glaube ich, setzt unglaublich viel Energie frei. Und da, glaube ich, sollte Mannheim auch sehr stolz drauf sein, dass das gelungen ist. Also da kann man eventuell auch viel bewegen. Ein großes Thema für Sie ist Digitalisierung. Was können Sie sich da auch vorstellen? Die Digitalisierung ist Gott sei Dank auch schon in der Kunsthalle weit vorangeschritten. Meine Vorgängerin Ulrike hat die Schließzeit auch dazu genutzt, eben da viel auch in Gang zu bringen. Da ist viel Grundlagenarbeit gemacht, die man jetzt nicht erst machen muss, wie man an viele andere Häuser das machen müsste. Jetzt kommt es mir so vor, jetzt können wir eigentlich die zweite oder dritte Stufe davon machen. Nicht nur versuchen, möglichst viele Werke online zu bringen, sondern auf einzelne Werkgruppen der Sammlung zu schauen und zu gucken, wie könnte man die noch besser auf ein digitales Medium transferieren, erlebbar, erfahrbar machen. Schließlich machen wir das ja mit Kataloge seit 200 Jahren, wo wir auch probieren, die Inhalte einer Ausstellung in einem anderen Medium zu transferieren. Warum sollte das auch nicht möglich sein auf einem digitalen Bildschirm? Da wünschen wir Ihnen alles Gute, dass Sie da auch dieses Feuer weiterhin am Leben halten und da schön die Kunsthalle führen. Holten, danke, dass Sie bei uns waren. Ja, von der Kunst kommen wir gleich zum Sport, blicken auf die Basketballer der SG Mannheim. Hier gerade bei der Vorstellung des neuen Kaders. Es gibt eine kleine Veränderung im Team und ich sag mal am Team. Darüber sprechen wir gleich. Vorher gibt es aber noch weitere Nachrichten aus der Metropolregion und die hat Olivia Koppius für Sie zusammengefasst.
Kretschmann kandidiert zum dritten Mal. Der einzige Grünen-Regierungschef in Deutschland will erneut kandidieren. Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann hat heute Vormittag in Stuttgart seine Kandidatur für die Landtagswahl 2021 bestätigt. Seine Begründung: Neugier und Leidenschaft für die Aufgabe. Trotz seiner 71 Jahre fühlt er sich für eine dritte Amtszeit bereit. Die Grünen hängen an ihrem Spitzenmann. Bei Umfragen gilt Kretschmann regelmäßig als beliebtester deutscher Ministerpräsident. Chancengleichheit für Familien. Armut bekämpfen und Bildungsgerechtigkeit für alle Kinder. Das sind zwei wichtige Ziele der Stadt Mannheim. Dazu ist heute das Pilotprojekt Familien im Zentrum vorgestellt worden, bei dem die Eltern im Fokus stehen. Schon Anfang des Jahres ist der Pilot im Kinderhaus Pasewal in Schönau gestartet. Zahlentechnisch haben wir schon fast die Hälfte unserer Eltern erreicht mit den ersten Angeboten. Das heißt, wir haben Bildungsangebote, die zum Teil an Eltern und Kinder gerichtet sind, beispielsweise eine Eltern-Kind-Turnen. Wir haben aber auch Angebote, die direkt an nur Eltern gerichtet sind. Das ist beispielsweise ein offener Treff für Kunst. Auch Beratungen werden seit Projektbeginn häufiger wahrgenommen. Ende 2020 soll der Pilot ausgewertet werden. Jubiläumsausstellung im Hack-Museum. 40 Jahre. So lange gibt es das Wilhelm-Hack-Museum in Ludwigshafen schon. Anlässlich dieses Jubiläums wird am Wochenende eine Sonderausstellung mit etwa 200 hochkarätigen Werken eröffnet. Auch die Geschichte des Museums wird in einem eigenen Ausstellungsteil thematisiert. Aber das Hack-Museum ist für uns hier ein Leuchtturm in der Stadt Ludwigshafen, insbesondere was kulturelle Stadtentwicklung anbelangt. Ist das Hack-Museum hier immer wieder Impulsgeber und auch Motor. Die Ausstellung, die durch nationale und internationale Leihgaben ergänzt wird, kann bis zum 26. Januar betrachtet werden. Auch thematische Führungen und Blicke hinter die Kulissen des Wilhelm-Hack-Museums wird es geben. Wir blicken auf die Basketballer der SG Mannheim. In der vergangenen Saison haben sie den Klassenerhalt gepackt. Jetzt geht's in die zweite Saison, erste Regionalliga. Und da haben sie auch ein bisschen mehr möglicherweise vor, haben sich zumindest verstärkt. Ein Spieler ist neu gekommen. Wer und was der alles leisten soll, das zeigen Ihnen Larissa Hofmann und Marcel Schreiner. Er ist der Neue beim Regionalligisten SG Mannheim. Steven Hartinger, 1,95 groß, Linkshänder und erst 19 Jahre alt. Der ehemalige U16-Nationalspieler kommt von seinem Heimatverein Basket Speyer und ist der einzige externe Neuzugang der SG Mannheim. Ich hatte sehr viel Verletzungspech die letzten drei Jahre und wollte einfach schauen, dass ich so viel Erfahrung und Spielzeit wie möglich sammeln kann. Ich hätte auch noch in Speyer bleiben können, aber da hätte ich halt weniger gespielt und das wäre für mich eben nicht so sinnvoll gewesen, als wenn ich jetzt hier auf einem sehr hohen Niveau auch viel Spielzeit kriegen kann. Ob er die wirklich bekommt, entscheidet Markus Moosig. Mit 25 Jahren ist er einer der jüngsten Trainer auf diesem Niveau im deutschen Basketball. Bei der SG ein alter Bekannter. Also dadurch, dass der Markus ja letztes Jahr schon Co-Trainer war, ist natürlich vieles ähnlich, aber doch auch Sachen neu. Ich würde sagen, so eine Mischung. Also zum Teil alte Sachen, zum Teil neue Sachen dazugekommen. Aber ich denke, da haben wir ja genug Zeit im Training, das anzupassen, das für alle passt. Also es ist auf jeden Fall ein bisschen eine andere Spielweise wie vorher. Die SG arbeitete im Trainingslager am vergangenen Wochenende in Augsburg daran, diese zu verfeinern. Dort ging es aber auch darum, eine Einheit zu werden, auf und neben dem Platz. Und deswegen stand auch eine Stadttour und ein Grillen mit dem Coach auf dem Programm. Ich denke, das hat uns sehr viel geholfen, als Team nochmal enger zusammenzuwachsen. Vor allem auch, wenn man mal so zusammen irgendwo übernachtet und wirklich mal ein ganzes Wochenende zusammen weg ist, immer noch anders als jetzt im Training, nur zusammen zu sein und halt nichts außerhalb vom Platz zu machen. Das war, denke ich, sehr wichtig. Nach dem Klassenerhalt spielt die SG das zweite Jahr in der vierthöchsten Spielklasse. Und jetzt will sie den nächsten Schritt machen und sich im Mittelfeld etablieren. Keine leichte Aufgabe. Im Gegensatz zur SG kann ein Großteil der Konkurrenz auf einen höheren Etat und damit mehr Professionalität bauen. Auf der anderen Seite macht es auch gerade Spaß, gegen die Mannschaften zu spielen und denen die Stirn zu bieten und die dann vielleicht auch zu schlagen und sagen zu können, wir können es auch ohne. Aber natürlich merkt man das ja hauptsächlich auf dem Außenrum, wenn da halt viel Geld dahinter steckt, sind die ganzen Rahmenbedingungen bei so Vereinen anders. Am 22. September startet die SG Mannheim gegen Stuttgart zu Hause in die Saison.
Beide Mannschaften kennen sich aus dem Vorjahr. Ein echter Gradmesser gleich zum Auftakt, denn Stuttgart schloss die Runde als Sechster ab. Ja, da haken wir doch mal direkt nach bei Markus Musik, dem Cheftrainer, dem neuen Stuttgart. Wie wichtig ist diese erste Standortbestimmung? Ja, wir wissen alle nicht, wo wir stehen. Wir haben extrem viel gemacht in der Vorbereitung, haben insgesamt 10 Testspiele gemacht. Also wir sind alle froh, dass es jetzt entweder losgeht und dort wird man sehen, hat sich die Arbeit gelohnt oder nicht. Ja, für Sie auch neue Arbeit als Cheftrainer? Klar, Sie waren ja schon als Co-Trainer vorher im Verein, aber was hat sich für Sie persönlich geändert? Ja, es hat sich natürlich extrem viel geändert. Es ist viel mehr Verantwortung, viel mehr Druck. Aber also ich bin ja auch wirtschaftspädagogischer Student hier an der Uni Mannheim. Das hilft dann sehr gut wahrscheinlich. Ja, auf jeden Fall. Ich versuche da einen sehr menschlichen Umgang mit meinen Spielern zu pflegen. Und ich würde behaupten, Stand heute haben wir ein sehr gutes Verhältnis zwischen Spieler und Trainer. Also ein Spieler ist ja neu. Steven Hartinger, wieso erstmal nur ein neuer Spieler? Ist der Kader gut genug aufgestellt? Also erstmal zum Steven selber. Ich habe mich schon sehr früh um ihn bemüht, ihn zu bekommen. Er ist ein junger Spieler, der viel erreichen möchte. Und mir war von Anfang an klar, wenn ich jemanden als erstes anspreche, dann ist es der Steven. Warum? Er bringt extrem vielfältige Fähigkeiten mit. Er ist sehr athletisch, er kann sehr gut werfen und für sein Alter hat er schon extremen Überblick auf dem Spielfeld. Und ich glaube, dass er uns da sofort weiterbringen wird. Was zeichnet denn den restlichen Kader aus? Das sind ja dann in Anführungszeichen alte Hasen. Ja, alte Hasen zum Teil. Also wir haben jetzt im Kader insgesamt 7 Spieler, die jünger als 23 Jahre alt sind. Und das ist der Weg, den wir aktuell einfach gehen. Und wie du schon angesprochen hast, wir haben natürlich erfahrene Spieler mit dabei, die aber gerade den jungen Spielern extrem gut tun. Und das ist so unsere Mannschaft. Wir haben zum einen sehr erfahrene Spieler, zum anderen sehr junge Spieler. Und diese Mischung ist extrem gut. Also es hilft auf jeden Fall schon mal, den Kader so gut zusammenzuhalten, auch wenn nicht allzu viel Umbruch ist. Dennoch, es sind ja noch 10 Tage bis zum Saisonstart. Was steht denn jetzt noch an in der Zeit? Ehrlich gesagt geht es mir vor allem um 2 Punkte. Es geht zum einen noch das Zusammenspiel zu verbessern, dass wir auf dem Spielfeld einfach noch ein bisschen besser harmonieren zusammen. Und zum anderen geht es aber auch darum, den Spielern ein gutes Gefühl fürs erste Saisonspiel zu geben. Das heißt Sicherheit, nochmal viel werfen, einfach, dass jeder befreit am 22. September aufspielen kann. Genau, also möglichst locker an das Ganze rangehen. Da ist es natürlich dann schwierig, wenn man sagt, wir haben jetzt diese oder jene Zielsetzung. Aber in welche Richtung schielt da der Verein? Also das primäre Ziel ist auch dieses Jahr nach wie vor der Klassenerhalt. Wir müssen einfach sagen, dass wir das einzige Team in der Liga sind, die nach wie vor niemanden bezahlen kann. Das ist einfach Fakt. Und dann wäre es naiv zu sagen, wir wollen jetzt oben angreifen. Das zweite Ziel für mich persönlich ist aber auch, viele Jugendspiele auf diesem Niveau zu etablieren. Und das ist, denke ich, eine sehr hohe Aufgabe oder sehr große Aufgabe. Und da werden wir wirklich hart dran arbeiten, dass wir das Ziel erreichen. Dann Daumen drücken für den Saisonstart gegen Stuttgart. Markus Musik, danke, dass Sie bei uns waren. Ja, wir kommen vom Basketball zum Handball. Da hätten wir nämlich auch 2 Vereine, die am Wochenende nämlich wieder ran müssen in der ersten Liga, nämlich die Rhein-Neckar-Löwen. Die haben um 19 Uhr in der Mannheimer SAP Arena ist mit der HBW Balingen-Waldstätten zu tun. Da sind die Löwen aber auch bestens gewarnt, denn das Team von der Schwäbischen Alb hatte zuletzt gegen die ambitionierte MT Melsungen einen 36-23 Kantersieg gefeiert. Blicken wir hier auch auf die Tabelle. Parallel auch das Topspiel zwischen dem deutschen Meister Flensburg und dem THW Kiel. Die nehmen sich Punkte weg. Und im unteren Drittel die Eulen Ludwigshafen. Die peilen den 2. Saisonsieg an bei GWD Minden. Da sind die Pfälzer auch alles andere als chancenlos. Und nach der knappen 28-29 Niederlage aus der Vorsaison sind sie ohnehin auf Revanche aus. Soweit vom Sport. Wir machen eine kleine Unterbrechung und wie das immer so ist, am Donnerstag haben wir gleich die Veranstaltungstipps fürs Wochenende für Sie. Willkommen zurück bei Ron und jetzt ist wieder die Zeit dafür, dass Sie Ihren Terminkalender aufschlagen und mal gucken, was können Sie eigentlich am Wochenende machen. Hauke Kutz war nämlich unterwegs und Sie sehen es, Daumen hoch für diese Veranstaltungstipps. Das Wochenende bietet knatternde Motoren, freilaufende Tiere und selbstgemachte Iberico-Bratwürste. Für unseren ersten Tipp wird es laut und schmutzig. Wir sind bei den Freunden historischer Fahrzeuge und Geräte in Hemsbach. Dieses schöne Gefährt ist fast 40 Jahre älter als ich. Ich darf mir heute hier so einen kleinen Traum erfüllen, Trecker mitfahren, vielleicht darf ich auch mal selber fahren.
Mehr solche Gefährte kann man am Samstag und Sonntag auf dem Wiesensee-Parkplatz in Hemsbach sehen. Herr der Motoren ist Vorsitzender Karl-Heinz Schwab. Also an den zwei Tagen rechnen wir mit 100 bis 150 Geräten, Maschinen, Traktoren, Pkw, Motorräder. Schon seit 24 Jahren organisiert der Verein das Schlepperfest. Was macht das Treckerfahren denn eigentlich aus? Auf den ersten Blick ist es ja ziemlich langsam. Man muss also nicht herumrasen, man hat Zeit. Wenn wir zum Beispiel zu einem Schleppertreffen fahren, am 1. September waren wir zum Beispiel in Bierstadt, da waren wir mit 5 Maschinen da drüben und haben dann eine Stunde gebraucht für darüber, sind dann erholt und glücklich drüber angekommen. Glücklich auf dem Trecker? Das will ich ausprobieren. Country roads, take me home. Dann geht's weiter für mich nach Ludwigshafen in beinahe atemberaubender Geschwindigkeit. Das ist meine Freundin Lilo. Wir sind im Wildpark in Ludwigshafen. Hier geht's nämlich heute für uns weiter. Hier gibt es allerdings nicht nur Esel, sondern ganz viele. Ja, die Lilo mag mich auch. Gibt es ganz viele andere Tiere noch. Welche das sind, das seht ihr jetzt. Neben frei herumlaufenden Rehen, Pfauen und Ziegen kann man am Sonntag beim Erlebnistag für Familien im Wildpark auf spielerische Weise die Natur hautnah erleben. Im Ziegenstreichelgehege habe ich einen Wolf entdeckt. Aber keine Sorge um die Zicklein. Wolf Hoffmann ist der parkverantwortliche Förster und Ziegenpapi. War eine sehr süße hier. Wen haben wir denn jetzt gerade hier? Ist das der Ziegennachwuchs? Ja, das ist unsere kleine Ziege, die im Mai geboren ist. Die Mutter hat sie leider nicht gesäugt, deswegen haben wir jetzt im Wildparkteam die Ziege dann mit der Flasche großgezogen. Also dürfte es beim Erlebnistag nicht langweilig werden, denn groß und klein können dort die Wege abgehen, die Tiere beobachten, Tiere auch anfassen. Das sind ja mehrere freilaufende Tierarten, wie zum Beispiel das Muffelwild, das sich schon so sehr an die Besucher gewöhnt hat, dass er beim Rascheln von den Futtertüten sofort anspringen und stupsen? Das habe ich ja schon bei Lilo gemerkt. Besucher können aber nicht nur Tiere streicheln und füttern, sondern auch auf Esel reiten, im Hochseilgarten klettern oder auf einem Barfußpfad wandeln. Nach diesem ereignisreichen Tag mit Trecker fahren, ganz vielen Tiere anschauen, meine Seelenverwandten die Esel treffen, muss ich mich jetzt auch erstmal ein halbes Stündchen hinlegen. So, genug gedöst. Weiter geht's. In der ersten Mannheimer Kochschule kann man am Sonntag seine selbst kreierte Bratwurst herstellen und grillen. Begleitet wird das Ganze von Metzger und Bratwurstspezialist Andreas Bartholomä. Also wir zaubern in jede Geschmacksrichtung. Das heißt, wir haben internationale Sachen wie eine Märkisbratwurst, die aus 100% Lamm besteht, sage ich jetzt mal ganz einfach. Wir machen eine mediterrane Bratwurst mit Iberico-Schinken und Parmesankäse drin und alles, was richtig gut schmeckt. Ist Ihnen auch das Wasser im Mund zusammengelaufen? Dann ran an die Töpfe. Und jetzt noch einmal die Zusammenfassung. Wer das Geknattere und Geklappere von alten Fahrzeugen erleben möchte, kann am Samstag und Sonntag in Hemsbach auf dem Wiesensee-Parkplatz vorbeischauen. Los geht's samstags um 11 und sonntags um 10 Uhr. Der Eintritt ist frei. Tiere und Natur kann man beim Erlebnistag des Wildparks Ludwigshafen erleben. Auch hier ist der Eintritt kostenlos. Und wer Lust auf eine selbstgemachte Bratwurst Deluxe hat, der kann sich am Sonntag in der Mannheimer Kochschule austoben. Schöne Tipps, da heißt es jetzt nur noch Daumen tippen, dass auch das Wetter hält. Das Wetter fällt auch morgen noch recht schön aus. Sonne und Wolken wechseln sich ab und es bleibt weitgehend trocken. Dabei stehen die Chancen auf größere Wolkenlücken im Süden am besten. Im Norden können die grauen Abschnitte auch mal länger dauern. Es bleibt zudem spätsommerlich warm. Die Temperaturen erreichen 21 Grad im Pfälzerwald, 23 Grad im Odenwald und bis 25 Grad am Rhein und Neckar. Das Wochenende wird verbreitet richtig schön. Nach Auflösung von Nebel können wir viel Sonne tanken. Am Sonntag bekommen wir sogar bestes Badewetter mit Temperaturen bis 29 Grad. Auch die neue Woche beginnt noch freundlich und warm und das sollten wir ausnutzen. Von Norden wird es danach nämlich allmählich wechselhafter und kühler. Ja, ausnutzen, also entweder Trecker fahren oder ab in den Zoo, beziehungsweise genüsslich schlemmen, gibt genug Möglichkeiten. Alles finden Sie im Übrigen auch nochmal auf rontv.de oder bei YouTube etc. etc. Und was man noch nicht bisher gefunden hat, Max, das ist ein ziemlich dreister Kerl im ICE.
Ja, heute Nacht um 3.26 Uhr auf dem Weg nach Mannheim hat ein Mann die Geldbörse von einem vier Passanten geklaut und ist dann nachts quer über den Bahnhof abgehauen, nachdem er die Notbremse gezogen hat. Ja, also die Beklauten sind hinterher, also jemand hat es gemerkt und haben sich auf die Suche nach dem gemacht. Dann haben sie ihn quasi gestellt, hat er die Notbremse gezogen, raus und ist über die Gleise geflüchtet. Ja, jetzt sucht die Polizeiinspektion Karlsruhe nach ihm. Ich suche noch meine Zunge und falls sie Hinweise haben, die freuen sich. Also nicht über meine Zunge. Aber wenn man den Dieb. Wenn man sonst nachts nichts zu tun hat. Richtig. Ciao. Ciao, bis dann wieder.